Servus Fotofreunde, ich sitze hier an einem wunderschönen Kochelsee und für Fotografen gibt es hier ganz, ganz viele tolle Spots. Die zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Der Kochelsee liegt ungefähr 70 Kilometer südlich von München und ist dadurch halt sehr gut erreichbar. Außerdem liegt er sehr nah an den Bergen und unter anderem, wenn du meine Videos geschaut hast, ist der Herzogstand direkt hinter uns. Ist ein super schöner Berg, sowohl zum Wandern, aber es geht auch eine Bahn hoch, wenn man nicht ganz so lange laufen möchte. Gegenüber ist der Jochberg, auch der lohnt sich fotografisch, weil oben so ein bisschen frei ist und man hat einen sehr schönen Blick. Hier im Kochelsee gibt es für Fotografen ganz, ganz viele unterschiedliche Spots. Angefangen bei den drei Hütten, allerdings sind diese leider gerade abgebrannt. Ich werde euch mal ein Bild einblenden, das ist super, super schade, denn die drei Hütten waren eins der bedeutendsten Fotospots hier am Kochelsee. Und ja, vor ungefähr einer Woche war es soweit, die Hütten sind abgebrannt und bis jetzt sind sie noch nicht wieder aufgebaut. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sie wieder aufgebaut werden oder nicht. Trotzdem ist dort auch ein wunderschöner Spot, also man kann dort trotzdem noch immer sehr schön Schwäne fotografieren, denn es gibt immer ganz viele Tiere, also sowohl Vögel als auch andere Tiere, die man dort fotografieren kann. Und ein bisschen weiter östlich gibt es auch noch Hütten, die man auch fotografieren kann. Hier sind wir jetzt auf der Südwestseite. Hier bin ich jetzt auf der Westseite. Und auf der Westseite gibt es einen total schönen Steg, den werde ich dir mal in der Karte einblenden. Der ist so ein bisschen versteckt und kennen nicht so viele Leute, aber ich verrate ihn dir gerne. Und wenn du möchtest, gibt es einen wunderschönen Spazierweg direkt an der steilen Klippe. Also auf der Westseite gibt es so einen richtig steilen Berg und da kann man sozusagen in diesem Berg entlang spazieren. Und ja, das ist einfach sowohl landschaftlich wunderschön, aber man hat auch ganz viele umgefallene Baumstämme im Wasser. Das heißt, dieser Spot bietet sich zum Sonnenaufgang an und zum Morgenrot sozusagen. Und wenn man dann noch diese schönen umgefallenen Baumstämme im Wasser fotografiert, ist das ein richtig schöner Spot. Jetzt stehe ich am Südende des Kochelsees und hier habt ihr eine kleine Sandbank, nein, eine Kiesbank. Und bei dieser Kiesbank gibt es auch nochmal Bäume, unter anderem hier auch so einen ganz schönen, der auch in Richtung Berge zeigt. Und diesen werde ich jetzt mal versuchen noch einzufangen. Was hier auch ein tolles Motiv ist, wenn man noch ein paar Meter weiter geht, also wenn man im Süden vom Kochelsee ist und dann ein paar Meter Richtung Osten geht, findet man hier so ganz hohes Schilf und die Bergkette läuft von rechts relativ breit nach links so zu. Und das sieht auf dem Bild auch total nett aus, weil man einfach noch mal ein bisschen Lebendigkeit im Bild drinnen hat und das werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch mal fotografieren. Auf der Ostseite gibt es auch ganz viele schöne Spots. Da gibt es einmal die
Brücke, also wenn man mit dem Auto über die Brücke fährt, da werde ich euch auch mal einblenden, wo das ist, dann hat man wie so eine Schlucht sozusagen, die diese Bäume rechts und links neben dem Fluss, der aus dem Kochelsee, glaube ich, rausfließen müsste in dem Fall. Ja, rausfließen. Mein Mann nickt hinter der Kamera. Also, und da hat man wirklich so eine ganz schöne Flucht und diesen Berg, bei dem wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind, im Hintergrund. Und das ist ein ganz beliebtes Motiv, sowohl im Winter, aber auch im Sommer für Fotografen. Und zwar ist es hier mitten an der Straße zwischen Schlehdorf und Kochel am See. Und wo du parken kannst, von dem Parkplatz laufe ich jetzt gerade zu der Stelle. Und wo du parken kannst, das zeige ich dir mal, denn ich habe kurz gefilmt, als ich zum Parkplatz hingefahren bin. An dem einen Parkplatz ist gerade Baustelle, aber vielleicht, wenn du da bist, ist dieser Parkplatz schon wieder frei. Und es gibt zwei Brücken und wichtig ist, dass ihr die Brücke nehmt mit diesem kleinen weißen Häuschen. Und auf der stehe ich jetzt. Und jetzt zeige ich dir gerade mal, um diesen Spot geht's. Das sieht auch jetzt richtig cool aus. Und da werde ich jetzt gleich mal noch ein, zwei Bilder machen. Besonders schön ist dieser Spot auch, wenn die Bäume so richtig schön angeeist sind und gefroren ist. Und diese Spiegelung ist einfach genial. Man sieht es schon da hinten, der Nebel. Und die Sonne kommt jetzt auch oben ein bisschen raus. Also ich denke, auch heute wird es das ein oder andere ganz coole Bild geben. Wichtig ist, dass ihr ein Stativ dabei habt, das auch relativ hoch ist. Ihr seht das, ich bin 1,68, 69 cm. Und ich muss schon relativ hoch fotografieren, damit ich hier über dieser Brüstung bin. Und ihr solltet auf jeden Fall links von dem Häuschen fotografieren, nicht rechts davon. In Kochel am See gibt es auch schöne Fotospots und zwar gibt es da mehrere schöne Stege. Auch da werde ich dir mal zeigen, wo diese Punkte sind und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizufahren. Einmal rundherum ist ganz schön weit, das sind über 15 Kilometer und ja, man läuft schon sicher das Navi hat glaube ich gesagt 5 Stunden circa, also da muss man schon ganz schön fit sein oder einfach viel Zeit haben. Heute haben wir nicht ganz so viel Zeit, das heißt, wir laufen heute nicht einmal komplett rum, aber man kann eben auch kleine Teilabschnitte wunderbar laufen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast sehr viel Freude beim nächsten Besuch hier am Kochelsee. Wenn du meine anderen Videos noch nicht gesehen hast, dann schau doch gerne mal rein und abonniere auch meinen Kanal. Gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Deine Janina. Ciao.